willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Für den heutigen Trick brauche ich hier einmal eine leere, transparente Röhre. Ja, also eine durchsichtige Röhre und dann noch zusätzlich einmal drei Tücher. Diese nehme ich mir jetzt, wir fangen mal mit dem roten Tuch hier an und stopfen es einfach mal hier in die Röhre hinein. So, zack. So, dass sich das Rote hier richtig schön drin befindet. Dann als nächstes sagen wir mal, nehmen wir uns einfach mal hier das gelbe Tuch zur Hand. Ja, und stopfen es hier auch noch einmal richtig schön hinein. So dass das gelbe Tuch hier jetzt auch einmal schön drin steckt. Und dann kommt noch, ihr seht ja offensichtlich, fehlt ja nur noch das grüne Tuch. Und das kommt natürlich hier auch einmal noch schön rein. So. Dass jetzt alle drei Tücher hier einmal schön in der Röhre drin stecken. Und zu dem Trick müsst ihr auch noch dazu wissen, dies ist eine magische Röhre. Wieso ist das eine magische Röhre? Das seht ihr gleich. Denn ich mache erstmal eine magische Bewegung über dieser Röhre. Und wenn ich noch einmal schnipse, dann ist dadurch plötzlich Folgendes passiert. Denn ich hoffe einfach mal, das Ganze hat geklappt. Denn wenn ihr jetzt mal guckt, durch diese magische Bewegung und das Fingerschnipsen haben sich plötzlich alle drei Tücher wieder, wenn sie hier einmal rausfallen aus der Röhre, wieder vereint. Ja, sie sind plötzlich wieder zusammengebunden. Und das war dann der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Magic Eric. Ciao.